Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und Freunde, wir haben Samstag übers Osterwochenende einmal frei. Und wisst ihr was? Ich habe mir einfach dazu überlegt, für die Leute, die einfach jetzt mal ein bisschen entspannt mit dabei sein möchten, wir tun heute ein bisschen an unserer Base weitermachen, so wie ich das ungefähr später so alles haben möchte. Und weißt du was? Weil halt gerade Ostern ist, werden wir jetzt so die Tage einfach gemütliche Baurunden reinnehmen. Ohne irgendwelche Quests zu machen oder sonst irgendwas. Weil momentan muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin so unzufrieden mit den Vierern, dass viel zu wenig da sind. Und immer nur die gleichen, wie die Wasserwerke, die Schule oder was war es noch, war noch eins. Es sind halt immer die drei gleichen. Oder zum Beispiel wie gestern, die wir hatten, mit dieses Business World Dings, da Boomstar 3. Die gibt es als Dreier-Quest und als Vierer-Quest. Der einzige Unterschied liegt wirklich darin, dass die Zombies stärker sind, ne? Also, da bin ich echt ein bisschen enttäuscht gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich jetzt nicht schön, dass es so wenig Vierer-Gebäude quasi gibt, ne? Oder ich habe einfach nur kein Glück, bessere zu finden, ne? Ah ja, die Kirche gibt's noch. Die Kirche würde ich nochmal machen, also da hätte ich kein Problem damit. Die könnten wir nochmal schön zusammen machen, weil die mache ich echt gerne. Aber die Wasserwerke, die sind lästig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind nur ein bisschen zu lästig und deswegen mache ich die nicht. Habe ich jetzt auch schon mehrmals gemacht, auch in den Streams. Von daher ist es halt alles andere als schön. Und wir werden heute hier diesen Vorplatz uns ein bisschen besser aufbauen. Und wir müssen so gleich mal gucken. Es kann sein, dass wir sogar noch ein paar Skillpunkte haben für Level. Das weiß ich nicht. Und es gibt noch eine kleine Überraschung, Leute. Ich habe den Hubschrauber durchlaufen. Das heißt, die zwei Teile werden jetzt hergestellt. Das dauert auch eine Stunde. Ja, von daher habe ich mal gedacht, okay, lass die schon mal nebenbei durchlaufen. Zusammenbauen tun wir uns zusammen und dann fliegen wir eine Runde, ne? Aber ich hatte extra dieses Stahl schon in Auftrag gegeben, weil ich brauche ja 350 geschmiedeten Stahl dafür, für den Hubschrauber. Und ja, wie gesagt, es läuft jetzt eine Weile durch. Und in der Zeit, wo das durchläuft, wollte ich eigentlich jetzt hier so ein bisschen... Ich dachte mir, weißt du was, es ist Ostern, kein Stress hier. Wir machen das einfach jetzt zusammen, schön gemütlich, dass wir auch hier bei uns jetzt mal an unserer Base komplett vorankommen. Wir haben auch noch ein bisschen Zement, wir werden noch den nächsten Ring aufwerten. Da müssen wir mal gucken, wie wir das noch machen. Gefällt mir persönlich auch sehr gut. Tja. Was gibt es zu der Falle zu sagen? Also die Falle wird auf jeden Fall uns im späteren Verlauf des Spiels nicht viel bringen, ne? So, jetzt pass auf, wir haben einen Punkt. Können wir den hier noch? Hier zum Beispiel, ne? Das hier wäre eigentlich noch sehr interessant für uns. Der Brühepeter wäre noch interessant, da bräuchten wir aber hier noch. Ja. Hier, das haben wir beides, das ist sehr wichtig. Grundlegende Robotik wäre auch nicht verkehrt. Ah, es ist wieder so schlimm. Du weißt jetzt wieder nicht, was du machen sollst. Ne? Naja, was machen wir? Wir hatten doch auch hier vom Landleben, haben auch noch gar nichts gemacht, ne? Ernte 2 Gegenstände, das ist doch viel, viel wichtiger. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir müssen sowieso alles machen. Dadurch, dass wir dann daran noch ein bisschen mit Zement aufwerten, also Betonmischung, kriegen wir wahrscheinlich den einen oder anderen Level ab noch. Dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, welches Level haben wir denn aktuell? Steht das irgendwo? Hier, Level 54 ist natürlich, ne? Spielstadium 92. Okay, die Demos kommen, das dauert noch eine Weile. Oh, ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Düm, düm. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Ich würde sagen, kurz nach 3. Also da, wo die Folge rauskommt, natürlich. Jetzt habe ich es aktuell, wo ich es aufnehme, 10.41 Uhr. Badam, badadadadam. So. Wer von euch übrigens Lust und Laune hat, kann auch gerne mal bei unserem Gastspiel, bei der Selina in Valheim mal mit reingucken. Ne, in die Videos. Da mache ich ja absolut kein eigenes LP draus. Ich nehme da halt immer mal nur eine Folge mit auf, wenn wir quasi mit bei der Sally drin sind, im Spielstand. Und da ein bisschen aushelfen. Da könnt ihr ruhig gerne mal mit reingucken. Würde ich mich echt freuen.
Oder auch allgemein bei der Selina mal vorbeigucken. Da kommt ihr auch immer auf eure Kosten. Kann ich euch versprechen. Und ja, ne? So, jetzt hier 168 Steine. Wird das reichen? Das müssen wir alles generell alles schön aufwerten, ne? Bam, 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 bam. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ob wir den Platz jetzt hier komplett voll kriegen, müssen wir mal gucken. Also den Hubschrauber werden wir in der Folge noch nicht sehen. Das tut mir jetzt schon leid. Aber mit Glück vielleicht Ende nächster Folge. Da gucken wir einfach mal. Läuft ja nicht weg, das ist ja das Gute. Den Hubschrauberlandeplatz müssen wir auch noch fertig machen, ne? Da haben wir auch noch nicht viel weiter gemacht. Fällt mir gerade so ein. Das Problem ist, wenn die Demos nachher kommen und hier rumspringen. Ich finde, die sind übertrieben. Die sollten sie rausnehmen. Oder einen die Option geben, ob man die haben will oder nicht. Weil ich würde sie rausmachen. Weil die Demolisher sind quasi für mich persönlich im Endeffekt das, wo ich nachher keinen Bock mehr aufs Spiel habe. Ehrlich, weil wirklich, da kommt einer, der explodiert und raucht hier einfach alles weg. Das ist einfach so überpowered, ehrlich. Also, es ist meine persönliche Meinung. Nicht, dass jetzt hier einer gleich wieder einen Schreikrampf kriegt. Ja. Wenn du anderer Meinung bist, dann ist das für dich schön. Ich finde es halt trotzdem einfach nur überpowered und die sollen sie wieder rausnehmen. Mensch, die Spieler tun sich doch extra das einfallen lassen, dass die hier die Horden so überstehen. Wenn sie sich so eine Fallen bauen oder was weiß ich, dann lass doch den Spielern den Spaß. Und wenn die Spieler das gerne haben möchten, schwerer haben möchten, dann soll man eine Option wenigstens reinmachen, dass Demolisher und Hordennachten kommen oder nicht. Ja, also ich würde es nicht ihr brauchen, weil das macht mir eigentlich das ganze Spiel nachher im Endeffekt kaputt. Das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Dass ich dann nur am Meckern bin und sage, hier geht nichts mehr. Weißt du, wenn die ganze Falle dann kaputt ist und nur durch ein so ein. Es ist einfach blöd. So. Durch die Schippe geht die Ausdauer runter. Ne? Wir stellen uns übrigens noch eine 5er-Schippe her. Ich habe gesehen, ich kann dort die Stahlwerkzeuge herstellen. Alle auf Stufe 5. Das heißt, wir werden uns jetzt nach und nach Stufe 5 Sachen herstellen. Ich habe mir überlegt, wir machen erst die Schaufel, damit wir die Schaufel kaputt machen, damit wir wieder Teile haben für die Axt dann. Weil mehr brauchen wir ja dann auch gar nicht. Ist halt nur noch die 5er und dann die Axt. Was denn jetzt? Keine Ausdauer. Ja, welcher Rand bin ich, Trottel? Warte mal, wir setzen den mal da unten drunter gleich. Nicht, dass man hier irgendwas zusammenkracht, ne? Das hatte ich schon nochmal. So. Sehr schön. Also langsam kommen wir dahin, wo ich gerne hin möchte, ne? Mit meiner Falle hier. Auch was das Drumherum angeht. Ich habe mir noch was überlegt. Müssen wir mal gucken, wie weit wir das so machen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Mod drauf habe. Aber ich glaube ja, die ist drauf und das können wir machen. Ist dann wieder für den einen oder anderen, der das Spiel jetzt nur seit der 19 spielt, dann wieder, der macht sich mit Mods alles so einfach. Ich zeige dir, jetzt pass auf. Da. Spitzer Eisenstamm. Das sind diese Eisenspikes. Jetzt, natürlich, kommt der eine wieder an und sagt, oh, was hast du denn da? Hast du hier wieder mit runterladen? Nee, das ist ja schon wieder, der macht sich schon wieder viel zu einfach. Nein, Leute, die gab es früher. In der 17 waren die im Spiel drin. Ich weiß nicht, wieso die Leute das rausnehmen, ne? Die Entwickler. Ich weiß es nicht. Die waren drin und ich fand das geil. Und deswegen habe ich sie mir als Mod wieder reingeholt, weil ich kenn's nun mal nicht anders. Und ich fand's schön, dass die drinnen waren. So. Muss da mal sein. Ah, herrlich. So, wir lassen uns jetzt hier nicht aufhalten. Wir machen hier weiter. Ich weiß gar nicht, wie breit ich das hier haben will.
glaube, wir lassen das jetzt erst nochmal so. Also wir machen die Reihe noch durch. Und dann sollte es eigentlich gut sein. Ja, mit der 5er würden wir jetzt hier einmal hinkloppen und dann wäre alles weg, weißt du. Kann man eigentlich? Nee, kann man nicht. Wäre auch noch geil, ne? Dass man sagen kann, hier mit der Schippe machen wir ein 3x3-Feld weg. Das wäre geil. So wie es mit dem Pinsel ist. Dass wenn du die Rolle nimmst, ne? Dass du so 3x3 machst. Auch geil. So, sehr schön. Ja, ne? Und schon Ostereier gesucht? War da schon im Jahr? Ich weiß gar nicht, wie jetzt aktuell das Wetter am Samstag ist, also heute, wo ihr die Folge seht. Also jetzt, wo ich es aufnehme, haben wir draußen einfach nur höllischen Sonnenschein. Das ist einfach der Hammer. Das ist so warm, das ist gleich mit einmal zu warm. Ja, gestern hatten wir, also du siehst das jetzt am Samstag und ich rede von Dienstag. Das heißt, für euch jetzt letzten Dienstag hatten wir ja 23 Grad. Ey, das ist der Hammer. Oh, wir haben nur noch 16. Ich glaube nicht, dass wir durchkommen. Doch. Doch. Zwei Steine bleiben übrig. Sehr nice. Cool. Ja, natürlich müssen wir jetzt hier noch weitermachen, das ist klar. Dann möchte ich hier bis rangehen, ne? Ist auch klar. So, und ich möchte auf jeden Fall jetzt erst einmal eins machen. Und dazu brauchen wir den Clownhammer. Können wir eigentlich die Nagelpistole schon herstellen? Lass mal gucken kurz. Nagelpistole, ja, na klar, die können wir da auch schon herstellen. Wieso stellen wir uns die Nagelpistole? Da brauchen wir auch wieder Stahl. Och Mann, wir brauchen immer so viel Stahl. So. Jetzt machen wir uns das erstmal schick hier. Das war mir nämlich auch wichtig, dass wir das endlich schick haben. So. Und dann müssen wir eh mal gucken, wie wir uns das Ganze dann anmalen. Und es wird auf jeden Fall noch eins hochgesetzt, ne? So dass wir hier eine 5er Höhe haben. Soweit sollte klar sein. Dass ihr wisst, wo das Ganze erstmal hingehen soll. Boah, die Betonmischung geht so schnell weg. Man braucht doch eigentlich immer nur 20. Ja. Jetzt auch die Frage, ob wir das noch auf Stahl aufwerten oder nur die Falle nachher auf Stahl aufwerten. Weil ich glaube, Beton sollte hier vollkommen ausreichend sein. Da haben wir das Level ab übrigens. So. Wie viel haben wir jetzt noch? Ja, 700. Ein bisschen was können wir noch machen. Wollte ich das jetzt hier so lassen oder will ich das jetzt hier wegnehmen? Weißt du wie? Ich bin jetzt überlegen, ob ich hier die so lasse, die Türme. Oder ob ich sie wegnehme. Das ist halt, bin ich mir noch unschlüssig. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal das hier. Weil das bleibt auf jeden Fall so. Ja. Müssen wir von oben dann auch noch machen. Weil eigentlich brauchen wir das ja nicht hier, ne? Stützen haben wir, das hält ja eigentlich. Wieso sollten wir jetzt hier noch so links und rechts was hinmachen? Das ist halt die Frage. Ich weiß gar nicht, wieso hatte ich das überhaupt dahin gemacht? Weil so passt das nämlich, ja, siehst du? So, sehr schön. Einmal frei. Ich kann mich jetzt hier nicht irgendwie... So, die Stahlgerüste müssen wir auch noch setzen. Ich habe ja noch 200 hergestellt, ja, wird natürlich nicht reichen. So, ne? Dass wir hier eine richtig schöne, massive Mauer drum haben und wir hier drinnen einigermaßen geschützt sind.
Ich weiß gar nicht, kommen die Demolisher eigentlich auch so dann oder kommen die. Nee, ich glaube, die kommen nur zu Blutmond. Das hatte ich, glaube ich, schon mal im Livestream gefragt. Ich glaube, der Brainy sagte, ne? Die kommen nur zur Blutmondnacht. Deswegen finde ich es halt ein bisschen lästig, dass die einen echt da ans Leder wollen, sozusagen, bei den Blutmonden. Jetzt müsste ich es irgendwie. Ne, müssen wir von außen machen. Ist ja nicht schlimm. So. Ja, war klar. Wir gehen raus. Ziehen jetzt einmal das Geländer komplett durch. Was wir ja schon fast haben. Ne, ist ja nur noch die eine Ecke. Naja. Pusten, pusten. Die Ausdauer geht ja einfach so schnell runter und ich weiß nicht wieso. So, das haben wir jetzt. Jetzt lassen wir uns erstmal gleich was trinken. Weil Durst hat der Junge auch noch. Kannst du gleich noch was essen? Kannst du hier gleich noch eins hinterher schieben? So. Sehr schön. Tja, nice. Aber ich würde sagen, den Rest der Zementmischung, das ist halt nicht mal viel. Aber das heben wir uns jetzt auf und machen oben den Hubschrauberlandeplatz erstmal. Wir haben hier noch ein bisschen was durchlaufen gerade. Schön, aber unsere Base nimmt langsam Form an, ne? So, zu. So, lass uns mal kurz runter gucken, wie es aussieht. So, die können wir mitnehmen. Hier läuft auch durch. Ach, schon wieder aus, ey. Das gibt's nicht. Warte mal. Ich bin hier ständig am Nachlegen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles ein bisschen schneller hier weggeht, ne? Ne, ehrlich jetzt. Ist jetzt kein Witz oder so. So, Stahl. So, guck hier, ne? Der Hubschrauber läuft. Wir bauen uns die Stahlschaufel 5, hatte ich gesagt. So, die kannst du mal hinten reinpacken. Hier sind schon die Teile drin für den Hubschrauber, ne? Das dauert jetzt ungefähr noch, naja, 42 Minuten, 43 Minuten. Dann haben wir das. Und ja. So, jetzt haben wir hier die Stahlwerkzeugteile. Da fehlen jetzt noch 3 Stück. Deswegen warten wir, bis das fertig ist. Dann muddle ich die um. Tu die scrappen, in der Hoffnung, dass wir dann wenigstens 3 Stück rauskriegen, dass wir uns dann noch die Axt herstellen können. Dann sind wir richtig gut aufgestellt. Waffen weiß ich jetzt nun auch nicht. Ne? Warte mal, ich will mal gucken, haben wir Schützengewehr? Schützen, hier unten Schützen. Könnten wir bauen? Stufe 1 leider. Da habe ich halt noch keine Skillpunkte reingesetzt. Ne? So, hier Komponenten. Bam. Geschmiedeter Stahl. Jetzt haben wir hier Eisen, kaum was drin. So, wir brauchen auf jeden Fall weiter geschmiedeten Stahl. Eisen, hier hätten wir hier noch drin. Aber Eisen muss ich auch wieder farmen gehen, Leute. Das kommen wir auch nicht drum herum. Wir hätten so ja ein bisschen Kohle. Auch viel Kohle haben wir auch nicht. Mein Gott, ey. Wir sind so am. Piep! So, Stahlwerkzeugteile, weißt du was? Die packe ich einfach jetzt mal hier drüben rein. Schade, dass man die sich nicht selber auch schmieden kann, weißt du wie? Das hätte ich ja halt gedacht gehabt, dass man die sich selber auch in den Schmieden herstellen kann, die ganzen Teile, die man so braucht. Aber leider, leider, leider nicht, ne? Naja, vielleicht gibt es ja das als Mod oder so, aber wir wollen jetzt hier nicht mit zu viel Mods arbeiten. Wir haben schon ein paar Mods, das ist schon ein bisschen ausreichend, ne? So. So, einmal hoch zum Heliplatz, ne? Da soll er hinkommen. Und das Ganze wird dann passieren. Was haben wir hier eigentlich? Oh mein Gott. Wir haben hier noch so viel in der Kiste. Ich habe die Kiste die ganze Zeit komplett vergessen, ne? Das ganze Messing und so. Grober Schrot und. Ach, nee. Weißt du. Weißt du. So. Hier habe ich gesagt, weiß ich noch nicht, wie ich es mache, ne? Aber ganz ehrlich, eigentlich gehört hier eine Treppe rein. Aber das Problem ist, hier müssten wir dann eine Zweiertreppe bauen. Oder wir machen uns das noch ein bisschen einfacher. Und zwar. Oh Gott, ich weiß, ich werde es bereuen. Ich weiß, ich werde es bereuen.
Aber ich fände das eigentlich gar nicht mal so verkehrt. So, siehst du? Und entweder machst du dir jetzt hier eine Treppe hoch, weißt du? Dass du dann hier hochkommst. Oder setzt dir eine Leiter an. Dass du hier mit einer Leiter hochgehst und dann, weißt du wie? Finde ich jetzt doch persönlich besser. Und so mache ich das jetzt einfach. Dass wir wenigstens ein bisschen hier was jetzt schaffen. Der Heli wird hier gebaut. Wir brauchen ja den Platz hier, ne? So, mal sehen, wie weit wir kommen. Fertig kriegen wir es ja eh nicht. Haben wir zu wenig Beton. Kommen wir wenigstens einmal drum rum. Das ist die Frage. Hammer. Sehr schön. Und jetzt so weit, wie wir noch kommen halt. So. Sehr schön. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Dim, 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 dim. Super. Oh, wir kommen ja doch ein ganzes Stückchen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, jetzt wäre es doch schön, wenn wir es fertig kriegen, oder? Eine Reihe fehlt uns. Ah, Entschuldigung. Ah, nee, furchtbar. Eine Reihe fehlt uns. Sehr schön. So, dann halt da, wie gesagt, eine schöne Leiter dran. Hier hoch und dann hast du hier oben den Platz, wo der Heli steht dann. Ist in unserer Base. Unser Garten wächst auch. Macht auch einen guten Eindruck, ne? So. Können wir übrigens auch mal wieder abernten. Jetzt kriegen wir ja gut raus. Kann ich jetzt eigentlich, warte mal, Saat? Einmal Kartoffelsaat. Saat, bitte. So, ne, da haben wir unsere Kartoffeln. Dann brauchen wir Heidelbeer. Rezepte. Heidelbeersamen, die können wir nicht herstellen, okay. Aber ich glaube, wir haben noch Heidelbeer-Dings na sag's mal. Kaffeesamen brauchen wir auch noch ein bisschen. Hier haben wir Mais. Heidelbeer. Ihr wollt nur so noch anbauen, ne? Wir könnten ja hier eh noch anbauen. Was war hier? Kaffee? Oh, schön, wenn das nachher erst einmal fertig ist, ne? Darfst ja nicht vergessen, dass hier denn noch einmal oben drauf ringsrum steht. Der war jetzt nicht so geplant. Obwohl ich, warte mal. Ich mach gerade Mist. Weil, guck mal, wir können doch hier uns noch bestimmt was Schönes raussuchen. Hier zum Beispiel entweder den halben. Wäre doch jetzt. Zeig mal her. So, den haben wir jetzt aber so. Und ich will den aber. Können wir jetzt bis da ranlaufen? Ja, geil. Das ist doch viel, viel geiler. Siehst du? Einmal frei. Jetzt müssen wir halt aber da nur eine Ecke finden. Haben wir vielleicht noch so eine Ecke? Haben wir da noch eine Ecke? Sieht nicht so aus, ne? Müsste man jetzt. Wie so ein L. Wir bräuchten jetzt wie so ein L. Das haben wir nicht. Das wäre halt eine Treppe. Das wäre halt eine Treppe. Weil ich glaube nicht, dass ich jetzt hier mehrere. Nee, geht nicht. Könnte man nur den einzelnen. Zur Not müssen wir da mit Holz arbeiten und das dann so weit aufwerten. Wäre jetzt ja nicht verkehrt. Ne?
So. Okay, wir lassen das jetzt erstmal so ein bisschen wirken, würde ich meinen. Ne, hier denn vielleicht eine Treppe hin. Habe ich Holz vielleicht dabei, um das mal auszuprobieren? Nö, gerade nicht. Aber das ist nicht schlimm, dann stellen wir das kurz her. Holzrahmen hier. Nur mal eins zum Testen. Mehr will ich ja gar nicht. So, denn R, dann brauchen wir diese Treppenstufe, ne? So, dann müssen wir fortgeschritten machen. So, siehst du, so habe ich das aber gemeint, weißt du? Das müssen wir dann halt, das ist ja nur ein Pillepalle. Okay, dann brauchen wir von außen hier noch einen Weg nach oben auf jeden Fall, ne? Damit wir hochkommen. Da wäre jetzt eventuell. Eventuell. Ich bin nämlich noch am Überlegen, ob wir einmal hier vielleicht ringsrum noch was ziehen. Damit wir einen schönen Gang ringsrum haben, ne? Zeig mal her, wie sieht denn das dann aus? Wenn ich jetzt sage, wir machen hier noch einmal komplett eine Runde rum. Ne? Ne, den musst du jetzt weglassen, weil da müssen wir erst aufwerten. Aber das würde doch klar gehen. Weißt du wie? Das würde doch auf jeden Fall noch klar gehen. So, und dann könnte man irgendwo dann eine Treppe nach oben machen oder eine Leiter, wie gesagt. Und dann hätten wir das. Einmal frei. Oder man geht einfach von hier denn drauf. Wäre ja auch nicht verkehrt, weißt du? Ich sag doch, man kann so viel machen. So, wir wollten mal gucken wegen Saat und was wir noch anpflanzen können. So, das haben wir da oben drin. Hier haben wir drei Heidelbeere. Yucca-Samen hätten wir. Kaffeesamen hätten wir. Pilze hätten wir. Goldrute-Samen hätten wir. Kürbissamen hätten wir. Maissamen hätten wir. Wir haben so viel hier, das ist echt. Baumwolle würde ich jetzt vielleicht mal mitnehmen. Chrysanthemen. Das ist eigentlich alles, was wir nicht brauchen. Aloe Vera Samen hätten wir noch. Hopfensamen. Ein bisschen ordentlich machen. Was ist das? Samen. Machen wir zur Not oben in die Kiste rein, weißt du? Weil das ist doch oben, ist doch unser Garten. Alles, was so gartentechnisch ist, nachher kommt dann hier oben rein. Weißt du? Bauen wir uns hier irgendwie noch was Schönes auf. So, jetzt will ich erstmal gucken. Das hier war Heidelbeer. So, da haben wir noch drei Stück. Eins, zwei, drei. Perfekt, das passt. Kartoffeln haben wir auch. Hier haben wir Kaffee. Da haben wir erstmal noch eine. So. Hier haben wir Mais. Wie viel Mais haben wir? Zwei. Kriegen wir auf jeden Fall auch einmal rum. Und dann haben wir noch einmal Pilze. Die haben wir da oben. So, ne? So, Anbau, ne? Können wir hier komplett voll machen. Das sieht bestimmt geil aus, wenn das dann so voller Pilze ist hier. Finde ich jetzt schon echt mega. Hier fehlt auch schon wieder was, siehst du? Und ich weiß nicht, wo ich die Dinger herkriege. Das ist so schade. Ja, auch wenn jetzt hier, sage ich mal, noch so hast einen schönen breiten Weg. Und da kann man ja überall so ein bisschen versetzt so ein paar Turrets draufstellen. Und dann sollte das ja schon ordentlich funktionieren. So, was haben wir jetzt noch zum Anbauen? Wir hätten jetzt noch zweimal Yucca. Die würde ich jetzt hier vorne setzen, erst einmal. Dann hätten wir noch Kürbissamen, 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Erstmal alles nutzen, was wir haben an Sachen. Baumwolle, Goldrute, Aloe Vera würde ich jetzt vielleicht mal noch setzen. 1, 2, 3, 4. So, was haben wir noch? Der Rest ist jetzt eigentlich erstmal uninteressant. Weil wir brauchen wieder so eine Kübel, ne? Die müssen wir uns bauen. Wir machen uns hier, zur Not können wir irgendwie vielleicht noch anbauen. Mal gucken. So, jetzt nehmen wir hier den ganzen Krempel mit. Und hier kommen dann die ganzen Samen rein und sowas. Weil das kommt jetzt mit runter. Hier haben wir noch Heidelbeer, Kartoffeln, Mais. Nehmen wir mit runter. Das hier die Küche erst schon mal. Erste Mal. Ja. So. Sehr schön. Hier. Da kommt Heidelbeer, Kartoffel rein. Mais, Kaffee. So, das hier ist Kohlrabi.
Grober Schrot. Das kommt nachher unten in die Munitionskiste. In die Munitionskiste kommt Messing, 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 Blei, Blei, grober Schrot, die Kohle. Eigentlich nicht. So, Nitrat. Hat man eigentlich Stein, Lehm, Eisen, Nitrat, Stahl hier. Aber eigentlich kannst du das Nitrat mit in die Munitionskiste packen. Ne? Da kannst du nämlich hier, kannst du bearbeiten. Und dann nehmen wir das Nitrat hier einfach mal raus. So. Setzen Eisen und Stahl dazu. Schließen. Und gucken wir, hier haben wir auch noch 127 Stahl drin. Die gibt es doch gar nicht. Hier haben wir schon wieder. Zack. Perfekt. Einmal frei. Einmal frei. Läuft richtig gut. Ja, das dauert halt noch eine Weile. Wo hatte ich denn die ganzen Zettel drin? Die hat hier mit drin, ne? So. Waffen. Kommst du jetzt mal mit dazu? Ne? Da haben wir schon zwei Stück. Schön. Schön. Das wird doch langsam. So langsam wird's. So. Ne? Das wird hergestellt. Das wird hergestellt. Jetzt gucken wir mal nach der Nagelpistole, was wir dafür brauchen. Die stellen wir uns auch noch her. 20 Stahl holen wir uns mal raus. Das machen wir noch heute zum Schluss. 20 Stahl. So, das haben wir. Was brauchen wir noch? 20 mechanische Teile. 2 Klebeband. 10 Kunststoff. 5 Schraubenfedern. 20 mechanische Teile. Fünf Schraubenfedern. Ein bisschen Kunststoff. Was war's noch? Zwei Klebeband. Zwei Klebeband. Und dann können wir nämlich die Nagelpistole schon mit durchlaufen lassen. Zack. Perfekt, Nagelpistole auch am Start. Sehr schön. Jetzt kommen wir doch langsam in die Richtung, wo wir dann alles soweit mal ein bisschen haben, was wir brauchen. So, hier könnte man eigentlich jetzt schon ein bisschen Blei durchlaufen lassen. Blei, Messing, ne? Weil wir haben. So, gucke, Blei auf jeden Fall. Und Messing. Ich lasse das komplett durchlaufen jetzt, ne? Ist klar. So, Munition. Messing, Blei, anschmeißen. Wie sieht's bei dir aus? Du kannst erstmal aus. Die Stahlwerkzeugteile würde ich mir jetzt beim Stahl erstmal reinpacken. Damit wir Bescheid wissen, ne? Weil wir wollen ja die Axt noch machen, aber wir brauchen erst die Schippe. So, gut, dann würde ich sagen, entlasse ich euch für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Ostersamstag, auch wenn es jetzt kein Feiertag ist, es ist trotzdem Ostern. Habt Spaß mit euren Familien, habt Spaß mit euren Kindern etc. Es ist einfach ein tolles Wochenende, auch wenn das Wetter jetzt vielleicht nicht so dolle ist. Man kann es sich ja trotzdem schön machen. So, und wenn wir Glück haben, sehen wir uns dann morgen wieder. Also bis dahin, ciao, ciao.